Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Beratungszentrum Ida Oberstein des Bildungswerkes Sport vom Landessportbund. Mein Name ist Sigrid Quint und ich lade euch heute zusammen mit meiner Kollegin Petra Czaplikowski ein am Querdenkerrätsel, am lustigen Quer- und Kreuz-Querdenkerrätsel teilzunehmen. Wir haben heute ein etwas längeres Wort, wo wir aber gleich drauf eingehen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ich auch jetzt auf Live-Sendung bin, weil ich musste gerade eben noch ein ganz klein bisschen improvisieren, weil neben mir ein Restaurant ist, das sonst normalerweise mittags gar nicht geöffnet hat. Heute aber hat es geöffnet und ich hatte schon gedacht, oh, das Stühlerücken heute Morgen ist so laut. Naja, auf jeden Fall bin ich ein bisschen umgezogen, bin jetzt doch vor Ort und ich denke, Petra, wir können demnächst loslegen. Genau, dann ein Hallo auch von mir und dann kann es gleich losgehen. Ich wollte noch ganz kurz mal ein Beispiel nennen. Also es geht ja heute in diesem Quer- und lustigen Querdenkerrätsel um im weitesten Sinne Nahrung und Ernährung, wobei die Nahrung im vorgegebenen Wort sein kann oder im zu ratenden Wort, manchmal auch in beiden Worten. Ich habe da mal noch ein Beispiel oder zwei, damit man nicht so ganz bloß da steht. Meine Vorgabe wäre jetzt zum Beispiel Strauchfrucht eines chemischen Elementes. Die Strauchfrucht eines chemischen Elementes. Die Strauchfrucht ist eine Beere. Ein chemisches Element ist Brom. Und dann kommt raus die Brombeere. Ich habe noch gerade ein weiteres Beispiel, für ein bisschen einzustimmen. Milchkaffee à la Austria oder Austria. Das wäre dann zum Beispiel die Melange. Nur mal gerade zum Beispiel. Ich bitte euch also jetzt kreuz und quer zu denken. Verlasst eure gewohnten Bahnen. Denkt rechts, links, einmal in Schlange drumherum. Es ist alles möglich. Viel Fantasie. Lasst eurer Fantasie freien Lauf. Okay, und es beginnt mit dem ersten Wort. Ich nenne immer den Buchstaben und Petra die Position, wo der Buchstabe fürs Lösungswort hinkommt. Okay, Petra, dann wollen wir mal. Okay, Getreideorgan ist das erste Wort. Getreideorgan, bitte übersetzen. Die Petra hat wieder Wörter, Silben hinterlegt. Und von diesem Getreideorgan, dieses Lösungswort, brauchen wir den zweiten Buchstaben. Und der kommt an die 13. Position des gesuchten Begriffs. Unser Wort, unser Suchwort ist heute 15-stellig, also 15 Buchstaben länger wie sonst. Und wir suchen, ach, das sage ich jetzt später, was wir dann suchen. Fangen wir erstmal mit dem nächsten Wort an. Das lautet, hier nochmal die Begriffe, ja, tragbarer Behälter für eine Kernfrucht. Tragbarer Behälter für eine Kernfrucht. Vom Lösungswort benötigen wir wieder den zweiten Buchstaben. Genau, und dieser Buchstabe kommt an die 8. Position unseres gesuchten Begriffs. Also, tragbare Behälter für eine Kernfrucht. Man muss überlegen, was ist die Kernfrucht oder was könnte die Kernfrucht sein? Und tragbare Behälter. Wie gesagt, den zweiten Buchstaben brauchen wir jetzt. Petra hat gesagt, an Position 8. Genau. Okay. Wir haben den dritten Begriff, den wir raten können. Klein, braun, aromatisch. Klein, braun, aromatisch. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz nachputzen. Kurz.
Von dem Lösungswort kleinbraun aromatisch brauchen wir den vierten Buchstaben. Und den setzt ihr dann an die 14. Position des Begriffs, den wir heute suchen. Und ich blende gerade nochmal die Silben ein, aus denen ihr dann das Wort bilden könnt. Klein, braun, aromatisch, vom Lösungswort den vierten Buchstaben bitte. Wir gehen zum nächsten Begriff. Was Leckeres vielleicht für den einen oder anderen? Malermaterialien für eine Tortenfüllung. Malermaterialien für eine Tortenfüllung. Vom Lösungswort bitte den sechsten Buchstaben nehmen. Genau, und den setzt er dann an die Position 9 des Begriffs, den wir heute suchen. Malermaterial für eine Tortenfüllung. Bei dem Begriff habe ich mir tatsächlich überlegt, liebe Sigrid, was das Lösungswort mit Ernährung zu tun hat. Aber du hast ja vorhin erklärt, dass entweder die Umschreibung oder das Lösungswort oder beides mit Ernährung zu tun hat. Im Moment wäre es halt die Tortenfüllung. Genau. Ja, man muss schon wieder um die Ecke denken, das stimmt schon. Bei manchen Worten auf jeden Fall. Manches ist einem ja auch nicht so bekannt wie damals. Das war der Gebirgsstock. Der war auch vielen nicht so bekannt. Man wollte ja auch ein ganz klein bisschen so dazulernen und was Neues erfahren. Wir kommen zum nächsten Begriff. Nicht Base. Damit meine ich jetzt nicht die Cousine. Nicht Base. Aber Mehl, Hefe und Salz. Nicht Base, aber Mehl, Hefe und Salz. Vom zu erratenden Wort nehmt ihr bitte den siebten Buchstaben. Und den könnt ihr dann direkt an den Anfang des Lösungswortes setzen. Genau. Genau. Also gemeint ist nicht die Cousine mit der Base, sondern was anderes. Wir können zum nächsten Begriff kommen. Da hätte ich im Angebot die vegetarische Klatze. Sehr schöne Umschreibung. Hat mir auch gut gefallen, aber man muss natürlich auch wieder ein bisschen ausholen bei der ganzen Sache. Aber also vegetarische Klatze und vom Lösungswort bitte den vierten Buchstaben nehmen. Genau, und den setzt er an die fünfte Position unseres Begriffs mit den 15 Buchstaben. Jetzt kommt was Kurzes. Der nächste Begriff, die nächste Vorgabe. Ölige Gliedmaße. Ölige Gliedmaße. Vom Lösungswort bitte den fünften Buchstaben. Und der kommt an Position 3 unseres gesuchten Begriffs. Genau. Also auf jeden Fall hat das Endlösungswort was mit Flüssigkeit zu tun. Aber ich werde es gleich auch noch ein bisschen umschreiben. So, jetzt wird es wieder ein bisschen komplizierter. Beim nächsten Vorschlag. Im Frankenhausflur befindliche Getreidefruchtstände. Nochmal, weil es ein bisschen länger ist. Im Frankenhausflur befindliche Getreidefruchtstände.
Man müsste bei den Silben mal gucken, was das sein könnte. Da nehmt ihr bitte bei diesem zu suchenden Wort den sechsten Buchstaben. Und der kommt an die zweite Position des Lösungswortes. So, und dann haben wir schon den Anfang unseres gesuchten Begriffs, wenn ihr Ja. alle Begriffe erraten konntet. Hier nochmal die Silben zum Schauen. Gut, wir kommen zum nächsten Begriff. Ich hatte ja gesagt, dieses Gesamtlösungswort hat 15 Buchstaben. Ihr seht das ja dann auch und ist eben heute mal ein bisschen länger. Auch nicht einfach, was jetzt kommt, aber zu lösen natürlich. Beginn eines sibirischen Stroms. Übersetzen, andere Worte dafür. Beginn eines sibirischen Stroms. Vom Lösungswort bitte den siebten Buchstaben. Und der kommt ans Ende unseres gesuchten Begriffs. Hast du diese Flüssigkeit schon mal irgendwie zu dir genommen? Ja, habe ich. Tetra. Ja, ist lecker, ne? Ja, schmeckt gut. Gut, jetzt wird es wieder ein wenig einfacher. Ich hätte gerne eine Übersetzung für den trübsinnigen Knödel. Ein trübsinniger Knödel. Passt übrigens bei uns heute trübsinnig. Wirklich schon sehr zum Wetter, weil bei uns geht hier so ein bisschen die Welt unter. Es ist ganz trübe und traurig draußen. Ein Sommertag, wie er im Bilderbuch steht. Also es passt dazu. Und vom Lösungswort gerne den achten Buchstaben. Und der kommt an Position 11 unseres gesuchten Begriffs. Und jetzt haben wir schon zwei Drittel geschafft und es fehlen noch fünf Es Buchstaben. fehlen noch. Oh. Genau. Und hier nochmal die Begriffe. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Jetzt haben wir, gehen wir so ein bisschen ins Tierreich auch rein. Erpels Frau hat sie gelegt. Erpels Frau hat sie gelegt. Kann man auch wieder schmunzeln bei der Umschreibung. Ja. Aber es war. Vom Lösungswort bitte den dritten Buchstaben. Und der kommt an Position 6. Wir sind auf der Zielgeraden. Es fehlen jetzt noch vier Begriffe oder vier Buchstaben. Schaut euch in Ruhe die Silben an. Jetzt könnte es wieder so ein ganz klein bisschen knifflig werden, aber ihr seid ja alle schon so viel Profi, das klappt. Der nächste Begriff, der zu raten ist, ich gebe ihn erstmal vor und ihr übersetzt wieder. Das Wort lautet Primärweinstöcke. Primärweinstöcke. Und ihr nehmt von diesem übersetzten Wort, das ihr übersetzt habt, den sechsten Buchstaben. Und der kommt an die 10. Position unseres gesuchten Begriffs. Sechsten Buchstaben nehmen. Jetzt geht auch die Ballung da drüben los. Ich höre es schon. Hier nochmal die Silben. Und wir kommen zum nächsten Begriff. Wir wiederholen ja nachher auch nochmal alles, falls ihr nochmal nachkontrollieren möchtet.
Nächste Vorgabe ist ein englisches Bier aus dem Morgenland. Ein englisches Bier aus dem Morgenland. Hier bitte den fünften Buchstaben wählen und ins Gesamtwort hineinpassen. Und da kommt es an Position 4. Englisches Bier aus dem Morgenland, den fünften Buchstaben. Genau. Hier sind nochmal die Silben. Ups, da war ich zu schnell. Ich denke nicht. Beim nächsten Begriff haben wir so eine Mini-Finte eingearbeitet. Schaut einfach mal. Am Auge wirkt das Korn entzündlich. Am Auge wirkt das Korn entzündlich. Hier nehmt ihr bitte vom Lösungswort den vierten Buchstaben. Genau, und der kommt dann an die 12. Position des gesuchten Begriffs. Hast du eigentlich den Begriff schon umschrieben, der gesucht wird? Ich habe so ansatzweise angefangen. Ich mache es gleich nach dem letzten Buchstaben. Ja, genau, nach dem letzten Buchstaben. Übrigens, wenn euch irgendwie aufgefallen sein sollte, gerade wenn wir beim Auge sind, dass mir ab und zu mal so ein bisschen Träne hier runtergekullert ist, es ist nicht das zu ratende Wort, was es war, sondern ich habe Kontaktlinsen und ich hatte da total was drunter. Und normalerweise schwimmt das immer ganz schön schnell raus, aber diesmal hat es echt gedauert. Aber jetzt sehe ich wieder völlig klar. Gut. Wir haben das letzte zu ratende Wort und den letzten zu ratenden Buchstaben oder zu findenden Buchstaben. Es lautet Energiesprinter. Energiesprinter ist auch das, was wir so als Gesamtlösung suchen. Hört man schon im Wort, eine flüssige Obstbombe. Erstmal suchen wir jetzt einen Energiesprinter. Und da brauchen wir den dritten Buchstaben vom Lösungswort. Und der kommt, wenn alle Buchstaben schon geraten sind, an die letzte Position. Und das ist die Position 7 unseres 15 Buchstaben umfassenden Lösungsworts. Genau, Petra, und genauso ein Energiesprinter. Sprinter ist auch unsere flüssige Obstbombe, Das stimmt. was wir nachher noch lösen werden. Ich hoffe, ihr habt alle mitgeraten und habt auch die Lösung gefunden. Ich lese jetzt nochmal im Schnellverfahren einfach die Vorgaben vor und nenne auch noch einmal den Buchstaben, den wir benötigen vom Lösungswort. Es war die Nummer 1, das Getreideorgan. Alle Worte werden übersetzt und von dem Lösungswort beim Getreideorgan nehmt ihr bitte den zweiten Buchstaben. Das zweite war der tragbare Behälter für eine Kernfrucht. Der tragbare Behälter für eine Kernfrucht. Bitte Buchstabe 2. Klein, braun, aromatisch. Einfach lecker. Da brauchen wir den vierten Buchstaben vom Lösungswort. Malermaterialien für eine Tortenfüllung. Bitte den sechsten Buchstaben.
nicht Base, aber Mehl, Hefe und Salz. Den siebten Buchstaben bitte. Die vegetarische Klatze. Da brauchen wir den vierten Buchstaben. Die vegetarische Klatze. Dann hatten wir die ölige Gliedmaße. Beim Lösungswort brauchen wir den fünften Buchstaben. Im Frankenhausflur befindliche Getreidefruchtstände. Im Frankenhausflur befindliche Getreidefruchtstände. Beim Lösungswort bitte den sechsten Buchstaben. Beginn eines sibirischen Stroms. Und immer versuchen, die vorgegebenen Worte zu übersetzen mit anderen Worten. Und dabei ganz weit denken. Beginn eines sibirischen Stroms. Vom Lösungswort bitte Buchstabe 7. Der trübsinnige Knödel. Hier brauchen wir den achten Buchstaben vom Lösungswort. Bisschen tierreich. Erpels Frau hat sie gelegt. Buchstabe 3. Dann hatten wir die Primärweinstöcke. Auch wieder übersetzen. Sechster Buchstabe bitte. Ein englisches Bier aus dem Morgenland. Buchstabe 5. Hier war so diese ganz kleine Mini-Finte eingearbeitet. Am Auge wird das Korn entzündlich. So, und wir sind beim letzten Begriff. Hatte ich gesagt, bei diesem Begriff Buchstabe 4 und jetzt beim Energiesprinter, beim letzten, brauchen wir beim Lösungswort den Buchstaben Nummer 3. Damit haben wir alle 15 Worte und Buchstaben durch. Und wir suchen eine flüssige Obstbombe als Hauptlösungswort. Petra? Ja. Ja? Sollen uns Wollen jetzt wir jetzt schon mal? Zuschauerinnen das Bitte? Lösungswort verraten? Ja. Ich muss leider noch mal kurz, Entschuldigung. Hat jemand den Begriff erraten können? Isst du diese Sorry. Obstbombe einfach so oder machst du die irgendwo dran, Sigrid? Ich mache es einfach so normalerweise. Und ich trinke es also wirklich gern, weil dann auch schon diese heftigen Kerne draußen sind. Also ich kaufe mir den Saft ganz einfach, muss ich ehrlich sagen. Ist natürlich auch wieder einiges an Zucker drin, aber wenn man den noch mit Wasser verdünnt, ist es wirklich was sehr. Und natürlich sollte es kühl sein. Ja. Deswegen, aber da fällt mir gerade noch was ein. Wir waren im Bildungswerk mal in Tunesien und waren dann eingeladen bei Tunesiern, also Deutsch-Tunesiern.
Und die haben uns ganz frische Granatäpfel serviert. Und das war eine Delikatesse. Die waren auf Eis. Und es war heiß draußen natürlich. Und es war eine Delikatesse, diese Granatäpfel aushöhlen zu können und auch zu essen. Also das vergesse ich mal. Das vergesse ich nicht. Das war ein Erlebnis. Kommt jetzt gerade hier so dazu. So, jetzt hast du einen Teil vom Lösungswort schon verraten. Dann können wir Genau. auch für die Zuschauerinnen die Umfrage beenden. Ja. Und wollen wir noch die Begriffe durchgehen, die zu Aber erraten natürlich. waren? Ich möchte auch das ganze gesamte Lösungswort noch kurz mal erklären, diese flüssige Obstbombe. Wir hatten ja schon das Gespräch jetzt drüber, über dieses schöne Erlebnis, was wir in Tunesien hatten. Flüssig ist eben der Saft. Das Obst ist der Apfel und die Bombe ist die Granate sozusagen. Also wir übersetzen das mit flüssige Obstbombe als Granatapfelsaft. Wirklich sehr an heißen Tagen gekühlt zu empfehlen. Aber ich möchte auch noch kurz die einzelnen Worte erklären, wie wir dazu kommen und auch einfach übersetzen. Fangen wir noch mal kurz mit dem ersten Buchstaben an. Oder, ja. Das Getreideorgan. Getreide im Brot. Ein Organ ist der Magen. Und so kamen wir dann zum Magenbrot. Ja? Also wirklich die Worte einzeln explizit übersetzen. Man muss halt schon ein bisschen denken. Dann hatten wir den tragbaren Behälter für eine Kernfrucht. Tragbarer Behälter könnte ein Korb. Ist in diesem Fall eine Tasche. Und die Kernfrucht, die haben wir jetzt nochmal, ist der Apfel. Und wir haben dann eine Apfeltasche. Klein, braun, aromatisch. Bei mir morgens mit das Erste. Also nicht die Kaffeebohne, die wir suchen, sondern ein Kaffee frühmorgens. Die Kaffeebohne, klein, braun, aromatisch. So, jetzt eben die Malermaterialien für eine Tortenfüllung. Hier ist jetzt die Nahrung, die Tortenfüllung. Und wenn wir das jetzt auch wieder übersetzen, im weitesten Sinne, Malermaterialien sind Farben. In eine Torte kommt ab und zu die Creme. Dann haben wir Cremefarben. Wir hatten als nächstes Nicht-Base. Wenn es Nicht-Base ist, ist es die Lauge. Mit Mehl, Hafer und Salz. Laugengebäck. Die vegetarische Klapse übersetzt. Vegetarisch ist in dem Moment der Salat. Klapse wird auch öfter mit Platte übersetzt. Und so haben wir die Salatplatte. Mein Favorit für heute. Ja, gut. Die ölige Gliedmaße. Also Gliedmaße ist in diesem Fall der Arm. Ölig übersetzt in diesem Moment mit Fett. Und wir haben den Begriff Fettarm. Manche werden jetzt meinen, oh, aber so kann man das übersetzen. Im Frankenhaus befindliche Getreidefruchtstände. Ein Frankenhausflur nennt man auch Ähren. Und die Getreidefruchtstände sind in diesem Moment die Ähren. Das heißt jetzt also Ähren, Ähren. Lesen, wie wir es brauchen, heißt es ernähren. Dann hatten wir den Beginn eines sibirischen Stroms. Für Beginn können wir auch sagen Start. Und der sibirische Strom ist der Ob. Wenn wir das jetzt so lesen, wie wir die Silben haben auch, heißt das Obstart. So heißt es natürlich nicht. Das ist die Obstart. Kleinen Moment bitte.
Die Obstart. Der trübsinnige Knödel, den hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt mit dem zu suchenden Begriff wegen dem Wetter, aber gar kein Problem, ist der Trauerkloß. Trübsinnig, Knödel, Trauerkloß. Das sind Live-Sendungen. Erpels Frau hat sie gelegt. Die Frau vom Erpel ist die Ente und sie hat was gelegt, Eier. Damit haben wir die Enteneier. Die Primärweinstöcke. Primär übersetzt Anfang oder erst. Die Weinstöcke sind die Reben. Und dann würde da jetzt stehen, erst Reben. Aber wir sagen dazu, erstreben. Das englische Bier aus dem Morgenland, das Ale, Morgenland übersetzt der Orient. Dann haben wir da den Orientale. Jetzt unsere ganz kleine Finte, weil es hier bei diesem nächsten Wort nur eine Silbe gab. Am Auge wirkt das Korn entzündlich. Das war die Gerste. Das Gerstenkorn. Aber wie gesagt, das Korn war ja schon im vorgegebenen Satz. And the last one. Energiesprinter ist der Traubenzucker. Gibt Energie, geht schnell ins Blut. Deswegen habe ich mich für Energiesprinter ausgenommen und Traubenzucker. Und wie gesagt, das Lösungswort, die flüssige Obstbombe. Granatapfelsaft, ich empfehle es euch, probiert es einfach mal aus. Wie gesagt, macht einfach ein bisschen Wasser drunter, dann ist es nicht ganz so süß. Ist dann natürlich wie immer auch Geschmackssache. Wir sind für heute durch. Ich danke dir, Petra, für die Regie und für die Vorbereitungen auch. Gern geschehen. Immer wieder gerne. Es hat mal wieder Spaß gemacht, genau. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es geht euch gut und bleibt gesund. Und wir werden uns sehen und hören beim Bildungswerk Live. Diese Woche auch noch. Bis bald, alles Gute. Tschüss. Tschüss.